Anna Maria Fercichi und Bushido haben mittlerweile 7 gemeinsame Kinder, ein weiteres hat die 40-Jährige aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe gebracht. Erst im vergangenen November wurden die beiden wieder Eltern, Anna Maria brachte Drillinge zur Welt. Dass im Hause Fercichi immer eine Menge los ist, liegt auf der Hand. Die Urlaubsplanung der Familie gestaltet sich derzeit aber sehr kompliziert, wie Anna Maria nun bei Instagram offenbart. Wegen der Drillinge wollen sie und ihr Mann dieses Jahr lieber nicht an Ostern verreisen. Anna Maria Fercichi erinnert sich an Urlaubsstress. Jetzt fangen die Ferien an, und wir haben uns dagegen entschieden, wegzufahren, einfach wegen der Drillinge, erzählt die Schwester von Sarah Connor ihren Followern. Alleine wegfahren kommt für das Paar auch nicht in Betracht, denn wir wollen sie auch nicht zu Hause lassen, da tut dann irgendwie das Herz weh. Wenn das ganze Haus leer ist und die Kleinen nicht bei uns sind über einen so langen Zeitraum. Anna Maria hat die Erfahrung gemacht, dass Reisen mit Babys extrem stressig ist, und will so etwas offenbar nicht noch einmal durchstehen. Bei Social Media erinnert sie sich an einen nicht sehr angenehmen Trip mit den Zwillingen Jibril und Laila, als diese 5 Monate alt waren. Ich bin damals mit den Zwillingen weggefahren, da waren die genauso alt wie jetzt die Drillinge. Ich bin nach Dubai geflogen und es war echt eine Tortur. Es war heiß, sie konnten noch nicht sitzen, sie wollten nicht baden, nicht im Sand spielen. Damals habe ich gedacht, eigentlich hätte man mich für den Urlaub bezahlen müssen. Deshalb wisse sie nun, dass es mit so vielen Babys keinen Spaß macht. Mit 3 Babys kann man nicht so einfach wegfahren. Da merke ich erst jetzt, wie eingeschränkt man eigentlich ist, klagt Anna Maria. Die Konsequenz. Ostern wird dieses Jahr in Deutschland verbracht. Jedoch tut ihr Mann Anis, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, anscheinend sein Bestes, um sie aufzuheitern. Wie Anna Maria nämlich ebenfalls in ihrer Story zeigt, hat er ihr am Freitag spontan ein Geschenk gemacht. Liebe ist. Wenn dein Mann dir auch nach über einem Jahrzehnt eine Überraschung mitbringt, gerät sie ins Schwärmen, ohne jedoch zu verraten, was sich eigentlich in der Verpackung verbarg.